Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei unserem heutigen Friday Insight. Mein Name ist Christos und ich bin beim OMT für den Toolbereich verantwortlich. Beim heutigen Webinar dreht sich alles rund um erfolgreiches Content Marketing und wie du deine Content Marketing Strategie mit KI optimieren kannst. Wir haben einen Experten heute hier zu Gast, das ist Nikolai Kuban. Er ist Co-Founder und Chief Strategy Officer bei Content Bird. Wie immer wird dieses Friday Insight von Frank Mühlenbeck von contentmanager.de moderiert. Ein paar organisatorische Sachen wie immer. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, eure Fragen in die Fragebox reinzustellen. Uns haben zwar über 100 Fragen bereits erreicht, aber auch während des Webinars sollten Fragen aufkommen, bitte in die Fragebox rein. Ich sammle alle Fragen und alle Fragen werden am Ende des Webinars an Nikolai Kuban gestellt. Das war's von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid und übergebe jetzt hiermit an Frank. Vielen Dank, Christos. Ich freue mich heute auch auf eine spannende Content-Marketing-Tool-Runde mit Nikolai, der nicht nur Content-Marketing perfekt beherrscht, sondern auch gleichzeitig auch noch Herausgeber bzw. Produzent eines solchen Tools ist. Insofern sehr spannend wird die Session heute und auch vielen Dank schon mal an alle, die hier jetzt zuschauen, für die vielen Fragen, die ihr gestellt habt. Ich habe versucht, diese Fragen ein bisschen zu strukturieren und die werden wir gleich im Laufe dieser Session hier auch durchgehen. Wie immer machen wir es allerdings so, dass wir zu Beginn noch mal kurz einen kleinen Einblick in unseren Marktüberblick der Content Marketing Tools bringen. Moment, jetzt wundere ich mich gerade, dass ich hier den Bildschirm noch mal neu übertragen muss, aber ich hoffe, das klappt jetzt. Gut, also worum geht es heute? Es geht zum einen um die Insights aus dem Software Vergleich, den wir ja alle ein, zwei Jahre auch immer wieder aktualisieren. Heute zum Thema Content Marketing Suiten. Danach gehen wir sofort ins Expertenpanel mit Nikolai, stellen ihm eben die verschiedensten Fragen, diskutieren die hier gemeinsam, starten mit dem Thema Content Marketing vielleicht auch nochmal als Verständnis. Was ist denn Content Marketing heute überhaupt und wie lässt sich sowas im Unternehmen organisieren, sowohl von der Strategie her als auch von den Operations. Da schauen wir rein und stellen in dem Zusammenhang halt einige Fragen, die ihr hier mit eingebracht habt. Danach auch mal ganz konkret auf die Content-Marketing-Tools bezogen. Was muss so ein Tool heute eigentlich können? Und dann nochmal im dritten Punkt ganz speziell künstliche Intelligenz. Klar, wie kann ich mit Content-Marketing-Lösungen und KI heute vielleicht bessere Ergebnisse erreichen? Was brauche ich dafür für Prozesse im Unternehmen? Diese und weitere Fragen werden wir hier im dritten Teil stellen. Und falls ihr zwischendurch noch mal Fragen habt oder so, die sammeln wir natürlich alle und werden sie dann auch am Ende noch dem Nikolai stellen. Kurz, apropos KI, wir haben OMT und contentmanager.de zusammen ja eine KI-Konferenz, das ist eine digitale Konferenz für Entscheider und Anwender, die wird am 29. Oktober stattfinden. Und falls ihr da Interesse habt, teilzunehmen, könnt ihr das kostenfrei tun. Könnt ihr einfach den QR-Code nutzen, dann seid ihr auch schon auf der Landingpage und könnt euch eintragen. Hier werden wir mit verschiedenen Softwareherstellern zusammen auch die Motorhaube öffnen und mal schauen, was lässt sich denn mit KI heute tatsächlich schon umsetzen. Also ich glaube, das wird auch recht spannend werden. Damit zu den Insights des Marktüberblicks von Content Marketing Suiten. Wir haben hier insgesamt 15 Lösungen mal verglichen, eine ganze Menge Kriterien hier angewendet, nämlich über 200 Stück, sodass da auch ein Dokument entstanden ist, das ja fast 70 Seiten lang ist. Wer sich das gerne runterladen möchte, kann das gerne wie immer bei contentmanager.de tun. Hier mal ein ganz kleiner Auszug. Wir haben also verschiedenste Funktionen abgefragt von den Lösungen. Zum Beispiel, kann man mit einem Content-Marketing-Tool eigentlich SEO-Texte schreiben? Man sieht hier die verschiedenen Anbieter oder ein Teil der Anbieter und die Anzahl Punkte beschreibt schon, wie stark das möglich ist. Da ist Content Bird zum Beispiel relativ stark aufgestellt. Geht auch darum, dass man mit solchen Tools Content direkt für die Webseiten erstellen kann, dass man auch Social Media Posts damit bestellen kann und aber auch strategisch dieses Thema in dem Tool schon einarbeiten kann, dass man Content auch kanalübergreifend planen kann, vielleicht auch sogar schon distribuieren kann. All diese Dinge haben wir hier abgefragt und haben noch mal etwas mehr zusammengefasst, einige Dinge herausgezogen, beispielsweise
Alle Tools, die wir abgefragt haben, sind als Software as a Service verfügbar. Das heißt, ihr müsst das nicht mehr auf euren Firmenservern irgendwo aufspielen. Wer das allerdings trotzdem machen möchte, kann das bei immerhin 5 dieser 15 Anbietern auch noch tun. Ob das sinnvoll ist, das können wir gleich gerne auch nochmal diskutieren. Viele strategische Funktionen, also wenn ihr im Unternehmen bereits eine Content-Marketing-Strategie entwickelt habt, dann könnt ihr diese Strategie auch innerhalb des Tools einsortieren, zum Beispiel Ziele definieren, Customer Journeys hier auch eintragen und dann entsprechend bespielen. Dann sind in vielen Tools auch Recherchefunktionen, nicht in allen muss man dazu allerdings sagen, integriert, zum Beispiel SEO-Recherche, die man hier vorab machen kann, um die richtigen Inhalte zu erstellen. Link-Building-Recherche oder sogar auch Influencer-Recherchen bieten einige Tools. Da ist eben der große Vorteil, dass man dann auch mit Hilfe von Influencern Content erstellen kann und den auch über die Influencer distribuieren kann. Es ist aber auch so, dass man das nicht unbedingt mit diesem Content-Marketing-Tool selbst machen kann. Dafür gibt es eben auch nochmal eigene Influencer-Tools. Die haben wir auch mal verglichen, kann man sich also bei contentmanager.de auch anschauen. Wichtig, immer mehr Schnittstellen, die direkt innerhalb des Content-Marketing-Tools integriert sind, damit ich den Content, den ich produziere, dann auch direkt distribuieren kann auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf LinkedIn. Das sind übrigens Standards. Wenn es natürlich um die neuen Kanäle geht, also eher TikTok, Snapchat, Pinterest, da sind jetzt noch nicht alle Tools optimal aufgestellt, verhelfen sich allerdings dann auch gerne damit, dass man über eine Schnittstelle, zum Beispiel mit Zapier oder ähnlichen Tools, das Ganze dann eben von dem Content-Marketing-Tool auf die entsprechenden Kanäle distribuieren kann. Preise, klar, super spannend. Was kostet das eigentlich? Auch die Frage wurde übrigens recht häufig gestellt. Und dann auch nochmal die Frage, wie sieht es mit kleineren und mit größeren Unternehmen aus? Für wen ist welche Lösung? Was muss man da eigentlich bezahlen? Also die Preise sind gar nicht so stark unterschiedlich. Das fängt so bei 100 Euro pro Monat an, manchmal noch mit weniger. Und geht dann natürlich weiter nach oben. Fast immer abhängig davon, wie viele Nutzer hier dieses Tool nutzen. Ist es dann ein Ein-Mann-Unternehmen? Ist es ein Team von Content-Marketing-Managern? Je mehr das sind, desto teurer wird das natürlich. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Pakete. Darüber können wir natürlich gleich auch nochmal mit Nikolai sprechen, wie das zum Beispiel bei ContentBird der Fall ist. Damit komme ich auch zum Nikolai. Magst du dich vielleicht einblenden wieder? Im Moment sehen wir dich noch nicht. Gerne. Sehr schön. Also herzlich willkommen nochmal hier zu unserer spannenden Interview-Talkrunde zum Thema Content Marketing Tools. Nikolai, magst du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Frank, vielen Dank. Ja, hallo in die Runde an die OMT-Community. Vielleicht habt ihr mich ja schon mal beim einen oder anderen OMT-Webinar gesehen. Genau, Nikolai Kuban, bin einer der Gründer von ContentBird und wir entwickeln eine Content-Marketing-Software, stark mittlerweile mit künstlicher Intelligenz, die euch dabei hilft, mehr Output, besseren Output zu produzieren, alles auf einer Plattform zu vereinen und am Ende ja, wirksameren Content für eure Zielgruppe zu veröffentlichen, um sichtbarer zu werden, mehr Leads zu generieren. Ja, und auch, glaube ich, immer noch wichtig für viele Content, auch ein Teil der Digitalisierung ist. Und deswegen ja, können wir da gerne drüber sprechen. Super, ja, apropos sprechen, ich würde sagen, wir starten sofort durch, denn die Liste an Fragen ist wirklich lang. Haben ja gesagt, wir fangen mal mit dem Content Marketing im Unternehmen an, wobei ich vielleicht noch mal ganz kurz zum allgemeinen Verständnis nochmal von dir wissen möchte, was ist Content Marketing heute eigentlich genau? Kannst du das kurz umreißen? Ja. Genau, also ich denke halt, wenn man sich das Marketing so aus verschiedenen Perspektiven anschaut, gibt es ja einmal, nenne ich es mal, das störende Marketing, ne? Das ist so wirklich direkt einfach Push-Marketing, TV-Werbung, vielleicht auch die ein oder andere Ad. Und beim Content-Marketing geht es halt eher darum, Mehrwerte für die Zielgruppe zu schaffen, ne? Also wirklich sein Wissen in Content zu verwandeln und über dieses Wissen die Zielgruppe anzuziehen. Und jetzt kann man natürlich alles Mögliche als Content Marketing verstehen, weil es so viele Kanäle gibt, ne, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, im Kern ist es, Wissen, Mehrwerte für die Zielgruppe in Inhalte zu verwandeln und die dann auf den richtigen Kanälen zu spielen, um am Ende natürlich auch, glaube, das ist das Wichtige, ein Ziel für das Unternehmen zu erreichen, ne? Also es sollte nicht nur Kommunikation zum Selbstzweck sein, sondern Content Marketing muss hinten raus
Sichtbarkeit, Leads, Umsatz generieren, sonst macht es keinen Sinn. Ich glaube, das ist schon so zum Teil jetzt, hast du beantwortet, was nämlich die nächste Frage hier ist. Hier stellte auch ich glaub, eine Content-Marketing-Managerin die Frage, wie schaffe ich das eigentlich auf Geschäftsführungsebene mehr Relevanz zu schaffen für Content-Marketing, vielleicht auch, um eben da mehr Budget bewilligt zu bekommen, um ja, da mehr Awareness zu schaffen. Wie schaffe ich das, den Geschäftsführer mal ganz einfach gesagt zu überzeugen, dass Content Marketing nach wie vor super relevant ist und vielleicht auch weiterhin die Zukunft. Ja, also ich habe immer den Spruch, irgendwie Vertrieb oder Wachstum ist Volumen mal Vertrauen, ja, und Content kann halt sehr gut darauf einzahlen, ne? Ich kann halt über Content Sichtbarkeit aufbauen, ne? Also beispielsweise über organischen Google-Traffic, also Volumen generieren, aber ich baue halt über Content auch eine Menge Vertrauen auf, ne? Wenn ich auf meiner Facebook, LinkedIn, Instagram, Webseite eben Experten-Content produziere, dann positioniere ich mich ja auch. Und das jetzt erstmal so als weiche Umrandung der Frage. Aber wie funktioniert es vielleicht auch für die Geschäftsführung, die dann auch zahlengetriebener ist? Ich glaube, es ist halt immer schwer zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie Content machen, wir machen jetzt irgendwie Social Media, ne? Da gibt kein rationaler Entscheider-Budget irgendwie blind für frei, sondern ich glaube, man muss halt eher so hingehen und sagen, hey, wir wollen halt eine Unabhängigkeit von Paid-Marketing-Channels erhöhen, ne, auf der einen Seite. Und wir wollen halt irgendwie uns nachhaltig in unserem Themenbereich sichtbar positionieren. Und die Strategie, die wir jetzt fahren, ist, wir werden jetzt anfangen, Content erstmal auf unserer eigenen Webseite, unserem eigenen Online-Magazin produzieren, weil da habe ich nämlich den größten Return meines Contents, ne? Also, wenn ich Inhalte für meine Webseite, für mein Online-Magazin produziere, wenn ich jetzt ein Shop bin, ne, kann ich rund um meine Themen was produzieren. Wenn ich im B2B bin, kann ich meine Nische da bearbeiten. Und das Ganze kann ich mir vorstellen wie ein Asset. Ich investiere einmal in diesen Content und der generiert mir nächsten Monat Besucher, der generiert mir auch nächstes Quartal noch Besucher und der generiert mir auch nächstes Jahr noch Besucher. Und wenn ich das jetzt so ökonomisch mal transportiere, dann wird letztendlich der Preis für jeden Besucher, den ich mit Content generiere, der wird immer geringer. Und der Wert des Contents, der steigt und steigt und steigt, je länger der Content live ist. Und diesen Ansatz, den müssen halt Budgetentscheider verstehen, dass das halt ein nachhaltiges Investment sein kann, ne? Dass das nachhaltig dazu führt, dass wir Besucher generieren, dass wir aber auch Leads, Conversions, Sales messbar generieren können. Und ja, so würde ich da rangehen. Okay. Es kam die Frage auf, wenn wir Content Marketing jetzt auch praktisch im Unternehmen umsetzen, wie lässt sich sowas eigentlich mit der klassischen Redaktionsarbeit verbinden? Genau, also ich denke halt, also Zentrum des Content Marketings ist ja immer noch auch der Content, ne? Wobei ein Fehler sicherlich ist, zu viel Zeit nur auf dem reinen Content zu verbringen und zu wenig Zeit auf der Distribution, ne? Aber trotzdem ist ja Kern des Content Marketings auch, sagt der Name ja irgendwie auch schon, der Content. Und ich glaube, hier haben die Redaktionen, also jetzt klassische Redaktionsarbeit, ich glaube, hier haben die Redaktionen eine Chance, sich auch viel wertvoller für die Unternehmen jetzt auch darüber zu positionieren, ne? Also, weil am Ende müssen wir uns ja klar machen, Unternehmen machen ja nichts einfach so, sondern der Content muss irgendwie auf die Unternehmensziele einzahlen, am besten Umsatz steigern oder Kosten reduzieren, ne? Und in dem Moment, wenn ich jetzt als Redaktion mich aber eben in diesen wirksamen Content reinbewege, ne, der irgendwie Unternehmens-KPIs erreicht, dann habe ich ja auch einen viel höheren Wert für das Unternehmen. Und ich glaube, also ich würde mich als klassische Online-Redaktion gezielt da positionieren. Und ich glaube, es ist halt für die Unternehmen oder für die Marketing-Teams ja auch eine Ressource, mit der Redaktion dann zusammenzuarbeiten, ne? Also die Marketing-Teams können sich überlegen, wo können wir irgendwie Besucher generieren, wo können wir Traffic generieren, wo können wir Aufmerksamkeit erzeugen. Die Redaktion kann es dann umsetzen und kann vielleicht auch datengetriebener sein. Deswegen, ich glaube, das ist ein Hand in Hand, ne? Sollte das gehen, wenn es überhaupt getrennt werden Okay. sollte. Siehst du denn so, siehst du Corporate Blogs in dem Zusammenhang? Ich meine, das ist ja auch eine redaktionelle Arbeit hier. Sind die denn überhaupt da noch zeitgemäß heute? Also ich glaube halt, vielleicht ist das sicherlich für einen DAX-Konzern noch relevant, ne? Irgendwie so Corporate Communications zu machen.
Ich meine, diese ganzen Geschichten, Newsroom, Corporate Communication, da kann man ja auch halten, von was man will. Am Ende ist das ja aber auch oft Kommunikation der Kommunikation wegen, ne? Das dreht sich alles irgendwie im Kreis. So, wir haben hier so unsere Themen, die spielen wir jetzt hier in unserem Newsroom. Aber ich glaube, also wenn ich jetzt ein Mittelständler bin, wenn ich wirklich irgendwie da in der breiteren Mittelfeld unterwegs bin, super gute Produkte habe, super viel Know-how habe, dann glaube ich, ist es viel wichtiger zu sagen, ich produziere halt hilfreiche Inhalte, ne, die meiner Zielgruppe helfen, und die diese Überlappung haben zwischen, was wollen wir als Unternehmen kommunizieren und was will unsere Zielgruppe lesen. Und das kann am Ende dann meinetwegen auch ein Corporate Blog sein, aber ich würde das eher als ein Zielgruppenmagazin positionieren, ne? Also das Magazin für, jetzt fällt mir dann wie immer wieder nichts ein, Tierliebhaber, ne? Wenn ich jetzt ein Hundefutterhersteller bin. Aber also, ne, es macht ja viel mehr Sinn als irgendwie hier unsere News aus unserem Unternehmen, ne? Also ich würde das eher so positionieren und deswegen glaube ich, diese reine Corporate Communication ist halt schwieriger geworden und sieht man ja auch in den Social Media Channels, ne? Also Personal Brands haben es ja viel einfacher als Corporate Brands, da irgendwie Sichtbarkeit aufzubauen. Deswegen glaube ich, in der digitalen Welt die Chance, eben genau wegzukommen von diesem Sprachrohrkommunikation hin zu Zielgruppen, kundenzentrierter Kommunikation. Okay. Interessant. Jetzt sind wir gerade bei Corporate Blog gewesen. Also ich habe verstanden, das ist eigentlich nicht mehr so spannend, außer man ist DAX-Konzern. Meiner Meinung nach, ne? Also das ist Ja, ja jetzt auch nur ja, meine ja, ja. Meinung. Also alles gut, alles gut. Wie sieht es aus mit Webshops? Also ich meine, dass Webshops nach wie vor sinnvoll sind, keine Frage. Wir haben ja hier auch immer wieder viele Zuhörer aus dem Ja. E-Commerce-Bereich, die auch eigene Shops betreiben und wie siehst du da die Möglichkeit, Content Marketing vielleicht stärker in die Webshops reinzubringen? Ja, absolut, ne? Also ich glaube, dass E-Commerce Sinn macht und nicht mehr geht, glaube ich, sind wir uns alle einig. Der E-Commerce ist ja immer noch am Wachsen, ne? Es ist ja sogar immer noch der insgesamte Anteil des E-Commerce am Commerce ist ja immer noch relativ gering. Ich glaube, das ist immer noch unter 20%, ne, dessen, was da an Volumen irgendwie so läuft in Deutschland. Also da ist ja schon noch viel Luft nach oben. Da können noch ein paar Innenstädte aussterben, ne? Jetzt mal blöd gesagt. Aber wenn ich jetzt auf dem E-Commerce schaue, dann da ist ja auch die Riesenchance, mit Content was zu machen, weil viele sind ja auch immer noch abhängig von Amazon, ne, oder anderen Marktplätzen, die ja auch nicht immer, sagen wir mal so, das immer einfacher machen für den E-Commerce, ne? Die Gebühren gehen immer ho weiter hoch und das wird ja immer schwieriger dort auch. Und auch der zweite Teil, Abhängigkeit von Paid Ads, Google Ads. Und mit Content kann ich sehr, sehr gut natürlich im E-Commerce meine Nische besetzen, ne? Also es gibt so viele Online-Shops in auch so tollen Nischen, die ihre Zielgruppe so gut verstehen und die darum jetzt Content bauen können. Und das Beratungsgespräch, ich denke mir das immer so, ich komme in den Zoohandel rein, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, womit ich irgendwie eben angefangen habe. Und dann kommt der Berater und der berät mich dann eine halbe Stunde zu Fischen und Fischfutter und so weiter. Das kann ich ja als Online-Shop aus dem Bereich total gut ins Digitale transportieren, ne? Also dieses Beratungsgespräch digitalisieren, das bleibt auffindbar, zieht meine Zielgruppe an, baut Vertrauen auf, generiert mir irgendwie Conversions zu einem relativ guten CPO. Und deswegen würde ich halt sagen, das ist für E-Commerce eine Riesenchance. Parallel aber auch haben ganz viele noch davor Aufholarbeit, ja? Also erstmal hinzugehen und richtig gute Produktbeschreibungen zu machen, ne? Kann man übrigens mit KI mittlerweile auch sehr, sehr gut machen, ne? Aus Produktdaten gute Produktbeschreibungen bauen oder gute Kategoriebeschreibungen aufzusetzen und dann hinzugehen und ein Magazin zu bauen, was meiner Zielgruppe irgendwie hilft, ne? Aber im E-Commerce ist da, der ist prädestiniert dafür, ne? Für Content Marketing, um jetzt erstmal, wenn man das erstmal anfängt, als ein eigenes Magazin zu sehen, Zielgruppe abzuholen, das auf Social Media zu verlängern, macht das total Sinn. Wenn es jetzt um die Steigerung von Geschwindigkeit geht, weil auch das ist ja immer ein Thema, was kostet es, was bringt es, ja, und wenn der Geschäftsführer dann bewilligt, ein Budget X mehr für Content Marketing von mir aus auszugeben, geht es ja darum, trotzdem das mit den Mitteln so schnell wie möglich hinzubekommen. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt auch auf prozessualer Ebene, Content Marketing zu beschleunigen? Ja, also ich glaube schon, dass Content Marketing eher eine Strategie ist, die nachhaltig und langfristig wirkt, ne? Die jetzt nicht, ich mache morgen heute Content Marketing und bin ich morgen erfolgreich. Aber es ist halt ein langfristig sehr effektiver Kanal. Und trotzdem muss man natürlich da auf die Effizienz der eingesetzten Ressourcen dann achten. Und ich glaube, es fängt halt alles damit an, sich zu überlegen,
irgendwie welches Ziel will man erreichen, was kann man realistisch auch an Kanälen bespielen, wo holt man am meisten für sein Budget raus. Und was wir halt schon sehen, ist halt oft so, dass die Unternehmen in diesem Bereich eigene Nischenmagazine auf der Webseite zu produzieren, am Ende das meiste für ihr Geld rausholen. Ne? Social Media Posts sind auch Arbeit. Es ist aber extrem schwer, da irgendwie in die Sichtbarkeit zu kommen, wenn ich keine Follower habe. Ne? Und da bespiele ich dann sozusagen meinen Kanal, aber es passiert nicht so viel. Wenn ich jetzt aber mein Budget in die eigene Webseite investiere und da eben, wie gesagt, den Content richtig gut mache und eine Themenwelt aufbaue und ein Online-Magazin in meiner Nische starte, dann habe ich da die Chance, eben Sichtbarkeit aufzubauen. Und dann, glaube ich, beschleunigen, also klar, am Anfang immer wichtig zu priorisieren, ne? Wo ist irgendwie die höchste Nachfrage, welchen Content sollte ich irgendwie zuerst erstellen und dann gute Prozesse zu haben und eben auch zu überlegen, kann ich ein externes Autorenteam da draufsetzen, was das Ganze umsetzt, kann ich jetzt mittlerweile auch in ContentBird beispielsweise auch künstliche Intelligenz integrieren, um schneller von der Content-Idee zum Content zu kommen. Und diese Entwicklung, die sehen wir halt massiv, ne? Also wir haben vor anderthalb Jahren mit der KI in unserer Software gestartet und damals hatten irgendwie, klar, ne, da haben wir angefangen, da haben irgendwie 5 bis 10% die KI mitgekauft. Heute sind es 100%, ne, der Neukunden, die wir gewinnen. Also alle, die jetzt irgendwie mit Content-Marketing anfangen und da was machen, die setzen auch auf die künstliche Intelligenz, weil es natürlich den Prozess massiv beschleunigt, ne? Und auch unterstützen kann. Okay, ja, zu KI kommen wir ja gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Es gab auch eine Frage, die so ein bisschen auf die Customer Journey sich bezieht und da ist aber auch schon fast eine Tool-Frage. Also was können Tools, jetzt kennst du natürlich deins, aber du kennst ja auch den Markt an Tools, was können Tools denn in dem Bereich Customer Journey Analyse auf der einen Seite und aber auch Customer Journey Gestaltung leisten? Ja, also Customer Journey Gestaltung, glaube ich, ist ja schon eine sehr komplexe Herausforderung. Ne? Also sich in seine Zielgruppe hineinzuversetzen und zu überlegen, okay, in welcher Bewusstseinsstufe sind die, welche Probleme haben die eigentlich, wie landen die dann am Ende bei mir? Und also ich glaube, da brauche ich jetzt nicht unbedingt Software dafür, sondern ich glaube, da würde ich eher in klassische Frameworks reingehen, um meine richtige Persona entwickeln, ne? So eine Customer Journey Phase, beispielsweise AMAIDA Framework mal aufzuzeichnen, ne? Oder so diese unterschiedlichen Bewusstseinsstufen, die der Kunde irgendwie durchläuft, ne? Das mal aufzumalen. Aber um das Ganze auch zu messen, dass man dafür auch was tut, also das haben wir in ContentBird tatsächlich, da muss ich jetzt nochmal die Software erwähnen, weil das haben wir da auch so gelöst, dass ich halt eben die Customer Journey in ContentBird auch anlege, ja, also beispielsweise bleiben wir mal bei AIDA, das ist eine einfache Customer Journey, und dass ich dann auch auswerten kann, wie viel Content für welche Persona ich in welcher Customer Journey Phase produziere, ne, weil ich kann natürlich Content am Ende des Funnels produzieren für eine Persona, bin aber gar nicht in der Sichtbarkeit, ne? Und dann sollte ich vielleicht eher auf der Awareness erstmal Content produzieren. Also da kann man dann erstmal rein quantitativ auch bewerten, wie viel Content produzieren wir denn eigentlich für unsere Zielgruppe in der richtigen Customer Journey Phase, also wie viele Contents, ne? Aber dann auch, wie viel Traffic kommt dann über diese Contents, ne? Und so kann ich natürlich ganz gut sehen, okay, der Großteil irgendwie des Traffics, den haben wir jetzt für folgende Persona in folgender Customer Journey, wenn wir diese Contents jetzt daraufhin vertaggen, ne? Dann das kann man schon ganz gut machen. Jetzt haben wir dann auf der einen Seite in die Customer Journey, also ich bin jetzt in der Awareness-Phase oder ich bin in der Consideration-Phase. Auf der anderen Seite habe ich aber dann ja auch nochmal die nächste Dimension, nämlich den Kanal, auf den ich den Content ausspiele. Es kam in dem Zusammenhang die Frage, wie findet man denn den besten Content-Kanal für die eigenen Zielgruppen? Ja, genau. Also das ist natürlich immer, glaube ich, die never-ending story. Ne? Welchen Kanal, was macht jetzt Sinn? Ich glaube, das alles fängt schon auch ein Stück weit damit an, wer sind wir als Unternehmen, ne? Wer sind wir auch irgendwie als Team und was können wir auch irgendwie sinnvoll und authentisch abbilden? Ich glaube, wenn jetzt so eine Sparkasse sich auf TikTok bewegt, dann brauchen die schon gute Ideen, ne? Dass das irgendwie Sinn macht. Also ich glaube, es gibt auf der, ich weiß gar nicht mehr, welche Konferenz das war, aber da habe ich ein ganz gutes Beispiel gesehen, TikTok
Instagram von, ich glaube, das war Deichmann, die dann so einen Paw Patrol Schuh oder sowas gemacht haben. Und ich hoffe, das war jetzt Deichmann, nicht eine andere Brand. Aber also ich glaube, da gehört ein bisschen dazu, was will ich irgendwie als Brand machen, was habe ich auch für ein Produkt, ne? Und was können wir halt auch als Team leisten. Ich glaube nicht, dass jedes Unternehmen jetzt aus dem Mittelstand unbedingt TikTok machen muss, nur weil da irgendwie was zu holen ist, ne? Ich glaube, ein Mittelständler kann auch ein sehr gut was über erstmal LinkedIn, hochwertigen LinkedIn-Content machen und aber auch eben ein eigenes Magazin in seiner Nische aufzubauen. Deswegen, das ist halt immer so die Frage, wie finde ich den perfekten Kanal, wenn ich halt weiß, was sind wir irgendwie für ein Unternehmen, welche Zielgruppe haben wir, ne? Wo ist unsere Zielgruppe, wie erreichen wir die am besten, was für Content wollen wir eigentlich produzieren. Ich glaube, das ist dann der Ansatz. Und da kann auch schon die Idee sein, erstmal weniger Kanäle zu machen und dafür dann da halt sich auch drauf zu konzentrieren. Ne? Der Kanal mit dem geringsten Risiko, muss ich halt eben einfach immer wieder sagen, ist halt die eigene Webseite, das eigene Magazin aufzubauen und Organic Search Traffic aufzubauen. Das ist der Kanal mit dem geringsten Risiko. Ne? Da werde ich nicht von heute auf morgen irgendwie viral gehen, logischerweise nicht. Aber da kann ich halt nachhaltig Traffic aufbauen, habe ein geringes Risiko und deswegen sehe ich das eigentlich immer als einen guten Unterbau an. Ja, Finde ich immer okay. so Ja, gut, sexy. Ne? das Problem ist in der Tat, es dauert nur ein bisschen, deswegen ist wahrscheinlich immer eine Genau. Mischkalkulation, wenn man auch mal schnell Traffic herbekommt. Jetzt haben wir gesagt, okay, Customer Journey, wir haben die Kanäle. Noch eine Dimension ist ja das Content-Format. Also Beispiel Stories, Stories für Instagram, Stories für Facebook. Lassen sich solche Stories eigentlich mit Content-Marketing-Tools auch vorplanen? Ja, also klar, ne? In den Tools, mit denen man auf Social Media distribuieren kann, kann man ja mittlerweile fast jeden Kanal, jedes Format, was es auf dem Kanal gibt, dann vorplanen, ne? Also das können ja wie auch unsere Software können das ja, ne? Dass du irgendwie sagen kannst, okay, am Montag geht der Blogpost live, am Dienstag der LinkedIn-Artikel dazu, der Post und am Mittwoch der Facebook und am Donnerstag die Instagram-Story live. Das macht ja auch total Sinn und nimmt auch eine ganze Menge Arbeit und auch Druck ab, ne? Immer noch diese Timeline dann da im Auge zu behalten. So ein bisschen set it and forget it, ne? Zu sagen, okay, das ist jetzt abgeschlossen, das geht dann alles live und wunderbar. Aber auch da nochmal, ich glaube zum Beispiel Instagram Stories, das macht ja auch wieder nur Sinn, wenn ich da viel Reichweite auch schon habe, viele Follower auf Instagram auch schon habe. Weil das ist ja immer wieder diese Halbwertszeit, ne? Ich produziere so ein Marketing-Asset, auch eine Story ist ja ein Marketing-Asset, und das ist dann 24 Stunden live und hilft unserem Unternehmen 24 Stunden, ne? Wenn ich das nicht in so ein Highlight verwandle oder was auch immer, ne? Aber da muss ich mir eben auch wirklich überlegen, ist das dann gut investiertes Geld, gut investierte Zeit, je nachdem, was da genau passiert, ne? Also deswegen ist, glaube ich, auch deswegen ist diese Komplexität halt auch so hoch, ne? Ich muss mir halt auch echt überlegen, okay, was kann ich irgendwie sinnvoll machen, und wo kriege ich auch einen sinnvollen Return raus, ne? Weil 80% der Mittelständler da draußen werden mit hochaufwendigen Stories, die dann 24 Stunden live sind, halt keinen Return generieren, ne? Das glaube ich. Ja. Okay. Es kam noch eine Toolfrage. Und zwar die Frage, wie identifiziere ich eigentlich relevante Thought Leadership-Themen in meinem Bereich? Also gibt es da schon auch innerhalb von Tools-Lösungen oder brauche ich da irgendwelche anderen Analyselösungen oder muss ich auf Google Trends gehen oder was schlägst du vor? Ja, also Thought Leadership ist ja auch immer, ich meine, das drückt sich ja dann auch darüber aus, was bekommt gerade da draußen viel Interaktion, ne? Vielleicht auch, oder was wird häufig gesucht? Und ich glaube, es macht schon Sinn, auf diese da so datenbasiert da ranzugehen, also zu gucken, welche Themen haben halt ein hohes Google-Suchvolumen beispielsweise, ne? Welche Themen sind bei Google Trends eher in einem positiven Aufwärtstrend? Wo ist generell viel Interaktion? Da gibt es auch verschiedene Tools, mit denen ich das messen kann, auch Social Media, ne? Die aber alle auch in der Regel Hast du Beispiele? recht hochpreisig sind, ne? Sowas
Ich glaube, so ein Meltwater kann das halt machen, ne? Oder auch ein Facelift kann das, glaube ich, auch mittlerweile machen. So, es gibt so Storybeat, heißen die, wo ich halt irgendwie sehen kann, okay, Okay. wo Social kommt Media irgendwo. Monitoring Tools meinst du? Ja, genau, ne? Also wo ist da auf Social Media irgendwie für diese Themen was los? Aber dann muss ich mir auch überlegen, will ich dann auch in diese Thought-Leader-Themen reingehen, ne? Weil da muss ich natürlich auch Thought-Leader sein, da muss ich irgendwie was Neues machen. Und mich dann da einfach nur dran zu hängen, ist natürlich dann auch nicht immer unbedingt so das Allerbeste der Welt. Man kann, glaube ich, auch immer ganz gut in den Evergreen-Themen was reißen, ne? Also, weil das ist ja so der Punkt. Also das ist halt irgendwie so meine Denkweise, ne? News und Thought Leader, das ist ja immer, das hat ja immer eine gewisse Halbwertszeit, ne? Aber wenn ich als Unternehmen fundiert irgendwie meine Nische erkläre, dann wird das ja auch vielleicht in 3, 4, 5 Jahren noch eine Relevanz haben, ne? Und da ist ja eigentlich das Investment besser aufgehoben, als dass ich den nächsten Trend wieder hinterherjage, der uns zwar beschäftigt hält, sag, jetzt mal salopp gesagt, aber der vielleicht nur eine kurze Halbwertszeit hat. Deswegen, also, ne, ich glaube schon, dass das Sinn macht, mit der Zeit da zu gehen, natürlich. Gibt ja den schönen Spruch, ne, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Geht mit Aber, der Zeit, sorry. Ja. ja. Ja, ein bisschen angeschlagen, Genau. sorry. Genau, aber deswegen, also ich würde halt sagen, ein Teil kann ruhig diese Thought Leader Themen sein. Und da würde ich halt auf Suchvolumen, Google Trends, Social Media Monitoring gehen und schauen, ob ich da vielleicht vereinzelte Themen rausbekomme, die ich bespielen kann, ne? Aber wie gesagt, Trends, Thought Leader heißt ja auch immer viel Konkurrenz und in der Regel geringe Halbwertszeit, ne? Würde ich das sehen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stück weiter Richtung künstliche Intelligenz. Da waren auch wirklich sehr viele Fragen, wobei die Fragen sich auch an einigen Stellen doch ähneln. Aber so eine Einstiegsfrage war, wann macht es überhaupt Sinn, KI für die Content-Erstellung einzusetzen? Also, ich glaube, der erste Punkt ist, die KI kann mittlerweile im Content-Prozess für mehr eingesetzt werden als nur die Content-Erstellung, ne? Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt auf diese Frage hin, weil KI kann halt auch schon davor helfen, ne? Die kann schon dabei helfen, eine Strategie auszuarbeiten, eine Persona genauer zu definieren, Themenideen zu entwickeln, bei der Recherche zu unterstützen. Und dann natürlich aber auch bei der Erstellung ergänzt die künstliche Intelligenz die Redaktionen halt massiv, ne? Also ich kann mir von der künstlichen Intelligenz entweder mal einen ersten Entwurf geben lassen, dass ich nicht auf einem weißen Blatt Papier starte. Ich kann aber auch meine Stichpunkte von der künstlichen Intelligenz ausformulieren lassen, ne? Sodass ich sozusagen dieses Sparring habe. Und ich glaube, das ist immer hier eine wichtige Sache auch im Denken. Die künstliche Intelligenz soll halt nicht den Menschen irgendwie ersetzen, ne? Sondern ich sehe das halt immer so, die soll halt in diesem Prozess ergänzen. Und bei der Erstellung, ne, einen Entwurf zu machen, Stichpunkte in den Content zu verwandeln, aus einem Content nochmal bessere Überschriften zu entwickeln, aus einem Blogpost dann Social Media Post abzuleiten. Überall da kann die künstliche Intelligenz schon auch extrem gut helfen, ne? Also das ist wirklich enorm gut, wie sie, wenn sie richtig gebrieft ist, da auch wirklich schon gut helfen kann. Also deswegen, und wann macht das Sinn? Also, naja, wann macht das Sinn, wenn ich in gewisser Weise vielleicht mit wenig Ressourcen dennoch auch einen gewissen Output halt erreichen möchte? Oder aber wenn ich insgesamt auch vielleicht im Team einfach mehr erreichen möchte, die eigenen Themen etwas mehr hebeln möchte, ne, dann macht das halt schon Sinn. Okay. Wir würden, glaube ich, gerne mal reinschauen. Ja, jetzt haben wir relativ viel natürlich auch theoretisch darüber gesprochen, aber kannst du uns mal einen Einblick geben in Content Bird und vielleicht auch sogar mal so einen kleinen Case? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an, wenn da so ein bisschen KI im Prozess drin ist, im Prozess der Content-Erstellung? Ja, können wir gerne machen. Ich musste mich gerade kurz muten. So, Okay. mein Monitor teilen. So,
Kann man das sehen, ja, ne? Ja, kann man super sehen. Dann schalte ich mich mal kurz aus und du führst da mal so ein bisschen durch und danach stelle ich dir direkt die nächsten Fragen. Ich habe jetzt mich, sind noch ein paar reingekommen zum Thema KI. Ja, gerne. Super. Genau, also ich fange da trotzdem immer ganz gerne an. Vielleicht, Frank, kannst du mir nochmal ein Signal geben, wie viel Zeit ich mir jetzt nehmen darf, damit ich da auch irgendwie den Zuhörern das Maximum hier mitgebe. Ja, ich würd jetzt vielleicht vorschlagen, dass du da mal so 10 Minuten zeigst, dass man sich da auch schon ein Bild Super, danke. machen kann von dem Thema. Ja? Ja. Genau, also vom Grundsatz her, ich fange da trotzdem immer ganz gerne in dem Rahmen an, bevor ich sofort in die Software reinspringe. Und ich glaube, wenn ich jetzt eine Software einführe als Content-Marketing-Team, dann habe ich eben oft das Ziel, kollaborativ besser zusammenzuarbeiten. Ich will mittlerweile KI-gestützt sein, weil es ein extremer Mehrwert, ein extremer Wettbewerbsvorsprung noch ist. Ich möchte das irgendwie kanalübergreifend, mehr Inhalte veröffentlichen und ich will am Ende auch Ergebnisse erzielen. Dann führe ich irgendwie so eine Content-Marketing-Software wie ContentBird ein, ja, wenn ich als Team zusammen smarter am Content-Marketing arbeiten möchte. Und wir machen das seit einigen Jahren und arbeiten da im E-Commerce, Mittelstand, Agenturen, Publisher, Konzernen mit den unterschiedlichsten Unternehmen und Teams unterschiedlichster Größenordnungen zusammen, die das halt eben auch so sehen und mit Content ihre Sichtbarkeit erhöhen, ihren Output erhöhen und ihre Zielgruppe binden und auch erreichen. Und der Punkt, glaube ich, ist immer, das habe ich irgendwann mal gelernt, ein schlechter Prozess digitalisiert bleibt halt ein schlechter Prozess und ein schlechter Prozess digitalisiert mit KI bleibt halt immer noch ein schlechter Prozess. Und ich glaube, deswegen steht am Anfang immer erstmal die Überlegung, wie sieht eigentlich dieser Content-Prozess aus? Und der lässt sich halt in diese 6 Schritte ganz gut einteilen. Ich muss erstmal eine Strategie entwickeln, eine Persona haben, eine Customer Journey Phase haben, irgendwie einen Rahmen stecken, also Strategie definieren, bevor ich darauf loslege. Dann sollte ich in die Recherche und Validierung gehen, rauszufinden, was wird da draußen eigentlich gesucht? Ja, wozu gibt es eigentlich Nachfrage? Welche Suchbegriffe, welche Schlagworte können wir da draußen bedienen? Dann eine sinnvolle Planung zu machen. Ja, also was wollen wir eigentlich jetzt genau in welchem Zeitraum, auf welchem Kanal irgendwie veröffentlichen? Und dann geht es eigentlich erst in das Haupthandwerk rein, wirklich Content zu erstellen. Ne? Also irgendwie Artikel für SEO zu optimieren, für Social Media zu optimieren, also diesen ganzen Erstellungspart. Dann der genauso wichtige Teil, ja, der oft vernachlässigt wird, die Distribution, also den Content auch wirklich rauszupushen und dann in die Analyse reinzugehen und zu gucken, was hat jetzt was gebracht. Und das machen wir alles auf der ContentBird-Plattform, ne, zusammenarbeiten, transparent, zentralisiert und so weiter. Und bevor wir reinspringen, nochmal kurz, es gibt Workflows, die euch helfen, eben effizient zusammenzuarbeiten, eine Redaktionsplanung, eine Contentplanung abzubilden, einen Kalender zu haben, was machen wir wann, in welchem Kanal. Dann gibt es einen sehr intelligenten Editor, mit dem man Content produzieren kann, im Team die KI integrieren kann, dann die automatisierte Distribution auf diesen ganzen Kanälen. Dann alles zu analysieren und auch eine rechte Verwaltung zu haben, um ein ganzes Team einzuladen. Und um das jetzt mal greifbarer zu machen, springe ich mal in die Software rein, die im Grunde auch genau nach diesem Prozess aufgebaut ist. Ja, also ich habe hier meine Strategie, die ich definiere. Ich habe hier die Recherche, um auf neue Content-Ideen zu kommen. Ich habe hier die Planung, um meinen Content einerseits zu planen, aber auch zu schauen, was haben wir jetzt eigentlich wirklich auch in unserer Planung drin. Dann die ganze Erstellung des Contents, die Distribution des Contents und am Ende die Analyse des Contents. Und will euch da jetzt mal ein ganz kleines Beispiel einfach zeigen, um das greifbar zu machen. Gehe ich mal direkt jetzt mal ohne Strategie einfach mal in die Recherche rein. Bin jetzt hier bei der Keyword-Recherche und gebe jetzt mal Content Marketing ein. Und jetzt hilft mir ContentBird letztendlich dabei, auf Ideen zu kommen, die jetzt rund um dieses Content Marketing-Thema sich drehen. Also nehmen wir mal jetzt hier zum Beispiel Content Marketing-Strategie. Ich könnte das jetzt hier alles noch filtern, könnte nach bestimmten Keywords filtern, nach bestimmten Suchvolumen bei Google. Das können wir euch auch alles gerne mal genauer zeigen. Ich gebe euch nur mal einen kleinen Überblick. Aber jetzt habe ich hier die Content-Marketing-Strategie. Das denke ich, das ist doch ein spannendes Thema. Das ist irgendwie, wird auch gesucht. Da kostet der Klick ein bisschen Geld. Und dazu will ich jetzt einen neuen Content erstellen.
gehe ich in Content Bird rein, in diesen Workflow. Jetzt kann ich sagen, okay, was wollen wir denn jetzt zur Content-Marketing-Strategie machen? Haben jetzt die Strategie, mehr auf LinkedIn zu machen, da wollen wir sichtbarer werden. Dann klicke ich mal auf einen LinkedIn-Post und dann nenne ich den jetzt mal Content-Marketing-Strategie entwickeln. Und sage ich, okay, das ist jetzt für das Projekt Content-Marketing, LinkedIn-Post, Sprache Deutsch. Jetzt könnte ich hier noch ein Briefing auswählen, das mache ich jetzt mal nicht. Ich definiere dann hier noch oder kann jetzt hier noch die Strategie definieren und wähle jetzt den Persona aus, den Content Marketer, Attention, Customer Journey Phase, Brand Awareness, das Content Ziel. Da soll sich ein White Paper runterladen, jetzt einfach mal als ein Beispiel. Und dann erstelle ich jetzt diesen Content und dann geht der nächste Arbeitsschritt im Content Workflow los. Ich bin jetzt von der Recherche dann in die Content Erstellung übergegangen, habe ich jetzt hier in meiner Content Pipeline, hier sind ein paar mehr drin, irgendwie spielt gerade noch jemand, habe ich hier Content Marketing Strategie entwickeln als Content angelegt, dann sehe ich, das ist Typ LinkedIn Post und Status Introduktion, habe ich hier jetzt noch viele andere Möglichkeiten, die mir helfen, das Ganze zu strukturieren, wer ist dafür verantwortlich und wer arbeitet da dran, wann soll das live gehen, welche Keywords sollen da jetzt berücksichtigt werden, hier bei mir jetzt die Content-Marketing-Strategie und dann gehe ich mal in diesen Content rein und jetzt habe ich den LinkedIn-Post, dementsprechend ist hier das LinkedIn-Profil von ContentBird hinterlegt und jetzt habe ich natürlich hier die weiße Seite und jetzt muss ich mir überlegen, okay, was mache ich jetzt dafür und dann kann ich jetzt in dem Moment auch schon in den AI-Assistant von ContentBird reinspringen und kann halt sagen, ich mache das jetzt auch mal weiter, einfach, um einen Überblick zu geben. In der Einstellung habe ich jetzt die Sprache, die Persona, die Customer Journey Phases, habe ich jetzt hier alles drin. Und jetzt nehme ich mal ein Template, was ContentBird aus der Datenbank mir mitgibt, einfach mal LinkedIn-Beiträge vorzuschlagen. Ja, für die Persona mit dem Thema Content-Strategie. Ich nehme jetzt hier nochmal eine andere Variable rein. Dass wir hier den Titel berücksichtigen. So, und jetzt mach einfach mal und gib mir mal erste Ideen für LinkedIn-Beiträge über die künstliche Intelligenz. Und jetzt geht halt ContentBird hin, also ich habe das jetzt mal sehr einfach gehalten, das könnte ich jetzt auch deutlich komplizierter machen und umfangreicher machen. Aber jetzt geht ContentBird hin und nimmt anhand der Persona-Daten, die ihr in ContentBird hinterlegt habt, anhand eures Unternehmens, eurer eigenen Ziele und so weiter, auf Basis dieser Content-Marketing-Strategie entwickeln, das war jetzt das einzige Briefing, habe ich jetzt hier einen fertigen LinkedIn-Post. Ne? Und ich kann ihn mir jetzt in den Editor, ich mache das mal anders, weil das waren jetzt hier viele, aber ich nehme mal jetzt diesen ersten Beitrag und packe den mir in meinen LinkedIn-Post rein und schon habe ich hier jetzt erstmal der Schlüssel zum Erfolg, eine durchdachte Content-Marketing-Strategie. Ohne klare Strategie im Content-Marketing ist es wie Fischen im Trüben. Hier sind ja drei essentielle Schritte, die euch helfen. Zielgruppenanalyse. Ja, und dann habe ich hier jetzt schon mal eine Idee und ich würde jetzt nie sagen, dass das jetzt schon unbedingt so fertig ist und dass das jetzt so live gehen kann. Aber ich kann jetzt mit der KI hier weiterarbeiten. Ne? Also Vorschlag Nummer 1 ist super, aber bitte gib mir fünf Tipps dazu. Ne? Und so kann ich jetzt mit der KI in so ein Sparring reingehen und kann halt diesen Post auf LinkedIn, den kann ich halt immer weiter jetzt optimieren. Ne? Jetzt sehe ich hier Performance-Messung, das hatten wir eben schon und jetzt hat er noch Content-Optimierung und Distribution dazu genommen. Das finde ich halt nämlich auch wichtig. Das packe ich jetzt hier rein und schon habe ich einen LinkedIn-Post, den ich irgendwie nutzen kann. Ne? Und so einfach kann ich Content für den LinkedIn-Kanal produzieren und den kann ich jetzt planen und kann sagen, okay, der soll jetzt irgendwie am Dienstag um 12.30 Uhr live gehen und schon war ich in gewisser Weise hier produktiv. Und ich glaube, das unterstützt natürlich ein kleines Team enorm, aber auch größere Teams, ne, die wirklich in Content-Marketing reingehen wollen. Und das ist jetzt ein Beispiel, war jetzt nur für den LinkedIn-Post, weil ich kann jetzt auch genauso gut machen, das finde ich jetzt irgendwie stark. Und jetzt sage ich, nimm mal aus diesem Content, den ich jetzt hier gemacht habe, den kann ich jetzt mal nehmen, bitte daraus einen Blogpost schreiben. Ne? Und jetzt
geht halt die KI hin und produziert jetzt auf Basis dieses LinkedIn-Artikels mit diesen 5 Punkten und Content-Marketing-Strategie geht die jetzt hin und produziert mir einen Blogpost. Wie gesagt, auch hier habe ich jetzt wieder einen sehr einfachen Prompt genutzt. Ihr könnt hier auch sehr umfangreiche Prompts nutzen, euch eigene Prompt-Templates anlegen. Aber jetzt sehe ich hier, okay, jetzt kommt auf einmal schon einen Blogpost raus. Ne? Und das finde ich halt ganz spannend. Auch wenn ich jetzt mal weitergehe in die AI, weil wir jetzt mal bei KI bleiben wollen, die AI-Content-Recherche, dann kann ich hier auch mir ganze Themenideen für Blogposts, ich zeige mal ein Beispiel hier, ich kann mir ganze Content-Ideen für neue Posts hier vorschlagen lassen. Ja? Also Titel, Beschreibung, welche Keywords sollten da rein und kann die dann in Content überführen. Und das ist, glaube ich, ein extrem gutes Beispiel, um in der Zusammenarbeit zwischen KI und Mensch hier zu arbeiten, weil das ist letztendlich die, finde ich, auch immer die Magie. Habe ich den Content jetzt hier nicht nicht gespeichert, aber das ist immer die Magie, zusammen jetzt wirklich mit der KI einfach an diesem Content zu arbeiten. Ne? Also das finde ich halt immer sehr, sehr spannend. Genau, also hier könnt ihr alles Mögliche machen und so viele neue Content-Ideen entwickeln. Und das geht natürlich jetzt... Eine Frage vielleicht dazu, Nikolai. Ja, gerne. Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, mit der KI kann man schon komplette Redaktionspläne quasi vorerstellen lassen. Ist das richtig? Genau, also, ja, genau. Also du kannst... das ist ja immer die Frage, also wie viel willst du halt sozusagen durch die KI machen lassen, wie viel willst du aber auch selber machen, aber wenn du jetzt zum Beispiel diese AI-Content-Ideen, das ist sozusagen, wie du es jetzt gerade genannt hast, die Entwicklung von Redaktionsplänen und da kannst du halt hingehen und sagst, okay, ich mache mal jetzt irgendwie KI im Content-Marketing, das ist jetzt irgendwie mein Thema für das Projekt Content-Marketing, ich möchte da Blogbeiträge machen auf Deutsch. Und für welche Persona, den Content-Marketer, welche Hintergrundinformationen soll ich jetzt hier vielleicht noch nutzen, irgendwie seine Ziele und welche Phase, der Journey-Phase. Und ich mache das mal ein bisschen schneller, ne, damit ich hier jetzt nicht zu viel Zeit verschwende. Aber das kann ich jetzt hier alles genau ausklamüsern. Und jetzt geht halt ContentBird hin und nutzt halt verschiedene Hintergrundinformationen, die hinterlegt sind und entwickelt dir jetzt einen Redaktionsplan, der jetzt hier Schritt für Schritt, also das dauert jetzt ein bisschen, weil da jetzt eine ganze Menge Crawler hinten laufen, bis das mit Ergebnissen zurückkommt, aber dann kriege ich hier halt eine Ergebnisliste und nehme mal jetzt diese fertige Liste KI-Weiterbildung, also der hier sollte eigentlich auch gleich, genau, er hat jetzt schon angefangen, ne? Jetzt habe ich hier leider das falsche Projekt ausgewählt. Das war jetzt nicht so schlau, aber ich habe jetzt hier unten die KI-Weiterbildung drin und hier sind jetzt eben die richtigen Informationen, ne? Die beste KI-Weiterbildungskurse für Einsteiger und Fortgeschrittene und dann Beschreibung, ein Blogpost, der die besten KI-Weiterbildungskurse Und der nächste Schritt ist jetzt, ich gehe jetzt, also ich habe jetzt sozusagen eine Inspiration, Keywords, Fragen, eine Zusammenfassung und daraus erstelle ich jetzt einen Content in ContentBird und jetzt kann ich hier noch ein Briefing sogar auswählen, ja, was ich hier nehmen möchte, Blogartikel, nehmen wir mal irgendwie hinter den Kulissen Struktur, das sind jetzt verschiedene Templates aus der Persönlichkeit einer Content-Marketing-Agentur möchte ich das jetzt schreiben, schiebe den gleich mal in Produktion. Bild kannst du auch gleich noch erstellen. Jetzt muss ich hier immer ein bisschen was auswählen. Aber jetzt habe ich diesen vorgeschlagenen KI-Artikel, den habe ich jetzt hier genommen und der erscheint jetzt in meiner Content-Erstellung, in meiner Pipeline, wo wir eben auch schon waren, die besten KI-Weiterbildungskurse für Einsteiger und Fortgeschrittene. Das war jetzt der gerade, den ich hierüber angelegt habe. Und das Verrückte ist jetzt, dass der jetzt hier schon von ContentBird auch als ein Draft produziert wird. Ne? Mhm. Also der hat jetzt hier in dem Moment die besten Weiterbildungseinstiege fortgeschritten, hat jetzt hier verschiedene Kurse tatsächlich rausgesucht. Ne? Das ist halt alles extrem vielfältig, weil ich halt sehr viel in die unterschiedlichen Details halt gehen kann. Ne? Also ich kann die KI hier in ContentBird halt sehr stark auf meine eigenen Bedürfnisse briefen. Ne? Ich habe das eben in dem Beispiel gezeigt, wie schnell KI, das geht. Ganz kurz, Nikolai, was ist das für eine KI, die ihr da nutzt? Ist das OpenAI? Also genau, es basiert am Ende auf im Wesentlichen zwei Elementen. Das eine sind die ganzen Informationen in ContentBird drin, also deine Persona, deine Content-Ziele, ne, deine Stories, deine bestehenden Inhalte, die du hast.
Und das zweite ist, das zweite sind dann die Prompts, die du nutzt. Also es gibt halt hier in ContentBird eine Prompt-Bibliothek für den AI-Assistant. Ne? Du kannst hier verschiedenste Prompts hinterlegen, Text kürzen, ne? Irgendwie Text erweitern. Da gibt's ganz viele verschiedene Prompts, die dann kurz oder lang sind, die dann aber am Ende auch dazu führen, dass was Gutes bei rauskommt. Und dann hinten raus, das Large Language Model ist dann OpenAI, ne? Die eigentliche KI-Arbeit dann hinten raus machen. Aber das wird halt eben dadurch gut, wenn ich halt das richtige Briefing habe, ne? Wenn ich die richtigen Prompts benutze, dann kriegt das Ganze halt einen guten Wert, weil das ist halt oft auch die Herausforderung, dass ich halt die KI nicht richtig briefe und dann sehr generische Antworten bekomme. Ne? Und da wirken wir halt stark entgegen, ne? Weil du hast halt hier sehr viele Briefings, die du dir anlegen kannst. Ne? Das ist total crazy. Du kannst aber darüber wirklich sehr, sehr viel auch hochwertige Inhalte über KI produzieren, weil es geht ja am Ende auch nicht immer nur darum, den Output auf Teufel komm raus zu erhöhen, so wie ich das jetzt mit dem LinkedIn-Post gemacht habe. Ne? Da kann ich dir jetzt super easy jeden Tag einen LinkedIn-Post machen. Aber am Ende muss ich irgendwie eine Qualität reinbringen, ne? Und eine Tiefe und auch meine eigene Sprache. Und dafür brauche ich halt die richtigen Prompts und das richtige Briefing und das richtige Setup meiner Content-Strategie. Ne? Also die Persona richtig zu hinterlegen, die Customer-Journey-Phasen richtig zu hinterlegen. Und dann kriege ich das halt auch besser hin. Ne? Das ist im Wesentlichen die Idee dahinter, ne? Ja, genau. Okay. Es gab noch eine Frage. Ich weiß nicht, bist du mit so dem Einblick in eure Lösung durch oder hast du da noch einen Punkt? Also, das ist jetzt ein ganz, ganz kurzer Einblick, ne? Also ich kann halt wirklich, weil da könnte ich jetzt halt ewig weitermachen. Das bringt aber eigentlich nichts, weil wichtig ist, ne, einfach mal auf die Webseite gehen, kostenlose Demo holen, dann könnt ihr das halt auch selber probieren. Und es gibt so viele Möglichkeiten, man kann es einfach halten, man kann es aber auch sehr komplex machen, aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal so gezeigt, ne, wie kann so ein Workflow aussehen, ich recherchiere mal was, ich habe eine Strategie da drin, ich kann Content mit KI produzieren und ich werde halt produktiv, ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Weg, also deswegen, das wäre es erstmal zur Software von mir. Okay, super. Danke. Es gab noch dazu auch eine Frage, und zwar, also die KI hatte ich eben schon mal erfragt, aber wie sieht es aus mit den Unternehmensdaten, wenn man dann jetzt beispielsweise seine eigene Content-Strategie bei euch im Tool einpflegt und dann aber auch mit einer KI gearbeitet wird, wo liegen da welche Daten? Also gibt es da die eigentlichen Unternehmensdaten, die dann in einem geschützten Bereich liegen? Ja, genau, also wir als ContentBird sind erstmal in Deutschland gehostet und da liegen dann entsprechend deine Unternehmensdaten, wie wenn wir jetzt mal Persona, ne, Kommunikationsziel, die Stories, die wir irgendwie spielen wollen, die liegen halt alle in der auf den ContentBird-Servern, die in Deutschland gehostet sind und die künstliche Intelligenz, die Anfragen, die ich dann dahin schicke, die landen entsprechend bei OpenAI. Es wird aber nicht mit den Daten trainiert. Ne? Also man kann technisch gesehen die API halt so nutzen, dass es eine Einbahnstraße ist. Ne? Also es wird halt nicht diese Daten, die jetzt aus ContentBird an die AI gespielt werden, die werden nicht für die Trainingszwecke von OpenAI verwendet, sondern wir sind ja ein Partner von OpenAI, haben halt eben diese Paid API und haben das so entwickelt, dass du halt die Content-Bird-Informationen einfach gesagt dort in so einen Zwischenraum schickst. Dort wird dann mit OpenAI daran gearbeitet und dann kommt das zurück zu ContentBird. Ne? Genau, so ist das. Aber ich würde natürlich trotzdem immer empfehlen, extrem sensible Unternehmensdaten nicht irgendwie in der Öffentlichkeit rauszuposaunen und auch nicht der KI zu schicken. Ne? Also jetzt interner sollte man da nicht unbedingt reinschicken, ja. Ne? Nicht unbedingt. So. Verstehe. Okay, gut, dann kannst du von mir aus die Bildschirmübertragung wieder stoppen. Dann sehen wir uns nochmal in groß. Was noch so ein bisschen, also die Frage ist, oder sind so zwei Fragen eigentlich zu KI noch, die ich gerne loswerden will. Das eine ist,
Was siehst du denn als größte Herausforderung von KI jetzt gerade bezogen auf Content Marketing? Wir haben ja jetzt gerade schon sehen können, was da schon alles möglich ist, was denkbar ist, aber wo sind die großen Herausforderungen jetzt beziehungsweise auch in der Zukunft? Ja, also ich glaube halt, es gibt einmal für viele Unternehmen die Herausforderung, dass es echt auch überfordert sein kann, ne? Also jetzt irgendwie mit KI auch noch zu starten, es gibt so viele Kanäle, ne? Es gibt irgendwie so viel, was man da strategisch beachten muss, jetzt kommt auch noch KI dazu und ich glaube, die Herausforderung ist natürlich immer, wie machen wir das jetzt, ne? Also wie kriegen wir das jetzt wirklich auf die Straße, dass das am Ende auch eine Auswirkung auf unser Geschäft hat und ich glaube, da ist schon wichtig, einfach anzufangen, ne? Einfach mal auch mit zu arbeiten, aber vielleicht sich auch in bestehende Strukturen reinzubewegen, ne? Also wir haben zum Beispiel auch die KI Content Marketing Academy geschaffen, zusammen mit dem Stefan Gagern auch aufgebaut, so ein 6-Wochen-Kurs, wie kann ich KI in meinem Unternehmen im Content Marketing einsetzen. Ne? Die KI Content Marketing Academy gibt es auch auf unserer Webseite, findet ihr die auch. Und da kriege ich halt erstmal so dieses ganze Wissen mit, um das Ganze in die Umsetzung zu bekommen. Und mit einer Software, die mich an die Hand nimmt, kriege ich es natürlich irgendwie auch einfacher auf die Straße. Also ich glaube, das ist ja die Herausforderung, einfach anzufangen, das zu machen und in die Nutzung zu kommen. Aber das Zweite, jetzt KI isoliert betrachtet, glaube ich, wird natürlich auch die große Herausforderung, wie viel Content da jetzt entsteht. Ne? Es ist natürlich viel einfacher, jetzt Content zu produzieren. Also es ist natürlich auch einfacher, Schrott Content zu produzieren. Ne? Und ich glaube, das wird sicherlich irgendwie eine Herausforderung sein, da halt irgendwie die Qualität zu sichern. Irgendjemand muss den Content ja auch noch lesen. Deswegen glaube ich auch, ist das eben so wichtig, da sich gezielt zu überlegen, wie man da rangehen möchte. Ne? Das habe ich ja eben auch gesagt. Also KI löst ja nicht die Probleme, wenn ich keine Strategie habe, dann macht KI mich jetzt auch nicht unbedingt besser. Ne? Wenn ich keine Prozesse habe, dann macht mich KI auch nicht besser. Also das ist immer noch ein Tool. Ne? Deswegen, ich glaube, das ist wichtig, da das halt richtig einzuordnen auch irgendwie. Hast du denn ein konkretes Beispiel, wo ein Unternehmen mit Einsatz von KI jetzt im Content-Marketing sehr erfolgreich wurde, vielleicht sogar auch ein kleines Unternehmen? Ja, also ganz viele. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Brands hier nennen kann, aber ich kann so ein paar Case-Studies natürlich mal erzählen. Also zum Beispiel ein Online-Shop aus dem Bereich, jetzt mal um erstmal so von kleiner zu größer zu kommen, aber so ein Online-Shop aus dem Bereich Pflanzen, Blumen, also Garten. Und die sind halt hingegangen und haben halt, die hatten am Anfang nur ganz langweilige Produktfakten in ihren Produktbeschreibungen. Und über künstliche Intelligenz haben die richtig schöne Produktbeschreibungen jetzt da aufgebaut. Ne? Das war so der erste Schritt. Und dann auf einmal, ja, ne, haben die da hochwertigen Content in den Produktbeschreibungen über die Fakten, über die KI entwickelt. Und dann sind sie hingegangen und haben halt ein Magazin rund um diese Themen aufgebaut. Ne? Also, weil ich meine, zu Blumen kann man wahrscheinlich, also ich könnte dazu jetzt gar nichts sagen, aber dazu kann man wahrscheinlich unendlich viel erzählen. Und dann sind die halt hingegangen und haben halt ein Magazin aufgebaut. Ne? Also wie pflanze ich jetzt irgendwie die Rose richtig ein? Ne? Da hört dann meine Ideen auch schon auf. Aber da haben die dann halt wirklich sehr viele Themen für aufgebaut und funktioniert für die super. Ne? Haben dann darüber Sichtbarkeit, Conversions auf den besseren Produktbeschreibungen generiert. Oder ein anderes Thema ist im Bereich Jugendherbergen, so ein Netzverband an zig Jugendherbergen und die haben auch sehr, sehr viel Kundensupport, immer sehr viel Kundenanfragen gehabt und haben dann angefangen, diese Kundenanfragen in Ratgeberartikel zu verwandeln. Ne? Was soll ich denn mitnehmen in so ein Jugendherbergenzimmer und was weiß ich alles, was da für Fragen kommen. Und das haben die dann alles angefangen, auf Basis dieses Supports in Ratgeberartikel zu verwandeln, in Checklisten zu verwandeln. Und mit denen haben wir auch eine Case Study gemacht mit dem Unternehmen. Findet man auch auf unserer Webseite oben Kundencases. Aber die coole Aussage war dann von dem Unternehmen, Content, Marketing und KI, das hat uns kundenzentrierter gemacht, ne? Weil wir auf einmal diese Kundenanfragen in Inhalte verwandelt haben, die jetzt unseren Kunden helfen, ne? Die jetzt unseren Kunden zur Verfügung stehen. Finde ich eben auch dann ein super Case. Genau, also das ist was, aber für viele, viele machen auch einfache Punkte, dass sie halt hingegangen sind und ihre bestehenden Blogposts einfach mit KI in 3-4 Social Media Posts verwandeln, ne? Und die dann auf Social Media dann auf einmal da Aktivität reinbekommen. Ne?
Also die Use Cases sind ja wirklich, riesig. Also es gibt so viele Use Cases und es gibt auch immer mehr erfolgreiche Unternehmen, die das halt auch gut machen. Ne? Ja, also davon gibt es einige Sachen auf jeden Fall. Okay. Also, super. Also hier eine Menge Fragen beantwortet bekommen. Ich hoffe, das hat jetzt den Teilnehmern auch erstmal einen guten Einblick gegeben in Content-Marketing-Tools und was man damit KI heute schon erreichen kann. Christos, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch Fragen noch aufgesammelt, die du noch hier reinwerfen magst, oder haben wir alle Fragen stellen können? Es sind tatsächlich fast alle Fragen beantwortet worden bisher. Übrigens, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn Fragen da sind, stellt sie nach wie vor gerne in die Fragebox ein. Aber eine Frage hätte ich tatsächlich hier noch. Welche typischen Fehler machen Unternehmen im Bereich Content Marketing bei Nutzung von KI-Tools? Hast du da Erfahrungen? Naja, genau. Also ich glaube, ein paar habe ich ja schon davon gestriffen. Ich glaube, die KI wird dir nicht helfen, wenn du halt nicht dich hingesetzt hast und eine richtige Content-Strategie ausgearbeitet hast. Ne? Die KI wird dir nicht helfen, wenn du keinen richtigen Prozess dafür irgendwie implementiert hast. Ne? Und ich glaube, das ist halt der Fehler. Die Menschen suchen ja immer, in meinem Gefühl, oft so die schnelle Wunderpille, die alle Probleme löst. Ne? Und das ist jetzt auch nicht die KI. Ich muss trotzdem noch arbeiten, ich muss mir trotzdem noch Gedanken machen und ich glaube, zu denken, die KI kann jetzt alles für mich lösen, das ist halt ein Fehler, ne? Ist die Kombination wirklich aus dem Menschen und der Maschine. Das ist ja auch, das finde ich ja auch irgendwie dann auch noch das Beruhigende, dass es immer noch ein Sparring ist und dass die KI nicht alles komplett alleine löst. Und natürlich, was ich auch keinem empfehlen kann, ist, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, diesen LinkedIn-Post mit KI produzieren und den gar nicht durchzulesen und einfach abzuschicken, ne? Sondern ich würde immer noch sagen, die KI ist ein Mitarbeiter, aber dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin, die muss in einem Prozess drin sein, in einer Qualitätssicherung drin sein. Und genauso ist das halt auch mit der KI. Ne? Deswegen würde ich sagen, ja, das sind so Fehler, ne? Also keine Qualitätssicherung zu haben und keine Prozesse und keine Strategie. Dankeschön für die Antwort. Und vielleicht noch eine Frage speziell zum Tool. Wie lässt sich eigentlich ContentBird in bestehenden Marketing-Tech-Stacks integrieren? Also im Prinzip sind wir schon eine relativ umfassende Suite für diesen Content-Marketing-Bereich. Wir verknüpfen uns ja mit den, also wie wir das jetzt nennen, mit den Output-Systemen, also Facebook, Instagram, LinkedIn, dem Content-Management-System beispielsweise, haben auch eine API, um das dann halt eben den Content aus ContentBird heraus in die richtigen Tools zu bekommen. Aber wir haben auch auf der Data-Seite dann verschiedene Integrationen, wie jetzt beispielsweise ein Google Analytics, eine Google Search Console, die kann ich halt auch mit ContentBird integrieren. Aber das muss man sich dann halt natürlich anschauen, was genau ist jetzt das Tech-Stack und was genau wird irgendwie benötigt. Aber im Wesentlichen setzen wir uns halt schon ins Zentrum des Content-Marketing-Teams, ne? Und von dort aus wird dann gearbeitet. Danke für die Antwort. Ich habe hier keine weiteren Fragen momentan. Frank, ist bei dir noch was reingelaufen? Doch, Moment, eben gerade kommt noch was rein. Ansonsten mich gerne auch bei LinkedIn finden und hinzufügen. Genau. Da kann ich auch immer noch weiter antworten. Werden erstellte Texte von der KI von Google schlechter bewertet? Genau, also auch eine klassische Frage. Und da gab es ja von Google eine Antwort, dass es Google nicht so wichtig ist, wer den Content produziert. Am Ende muss er nützlich für den Nutzer sein. Das ist so die Hauptaussage. Punkt 1. Punkt 2, wir haben eine eigene Case Study gemacht mit einem Projekt, wo wir aus Videos KI-Content produziert haben und der hat richtig gute Rankings generiert, nachhaltig. Also es funktioniert auch mit KI-Content, wenn man jetzt Google-Rankings aufbauen möchte. Und Punkt 3 ist, es gibt diese KI-Detektor-Tools, ne, die irgendwie über so ein KI-Content rüberlaufen und sagen, okay, mit 90% die Wahrscheinlichkeit ist das eine KI-erstellter Content. Und in dem Moment, wenn ich aber anfange, ein bisschen an dem Content zu arbeiten und zu sparen und den ein bisschen zu ändern, ein paar Worte, ein paar Absätze und so weiter, ist es für die KI-Detektoren überhaupt nicht mehr erkennbar, dass da KI dabei war. Und
Also auch wenn es gar nicht notwendig ist, Google rankt auch KI-Content. Aber ich kann es auch so, ich kann ihn so produzieren, dass es nicht mal mehr für die Maschinen nachvollziehbar ist. Ne? Habe ich mich erst letzte Woche mit einem Unternehmen ausgetauscht, die da richtig auch sogar auf dem Bereich forschen. Die machen das aber in einem anderen Bereich. Und die meinen halt, in dem Moment, wenn du da anfängst, selber drin rumzuspielen, ist das, wird das noch sehr, sehr lange dauern, bis man dann immer noch sagen kann, rückführend, das war irgendwann mal KI. Ne? Das ist schwer. So, ich habe keine weiteren Fragen hier, Frank. Du? Ich auch nicht, bin durch. Dann war großartig, wir haben alle viel gelernt. Vielen Dank. Euch. Ja, dann kann ich mich nur bedanken. Vielen Dank, Nikolai. Vielen Dank an alle Zuhörer. Vielleicht weise ich noch mal ganz kurz darauf hin, dass wir das nächste Friday Insights am 11. Oktober haben. Dort geht es um das Thema Product Information Management. Sehr, sehr interessantes, spannendes Thema. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und übrigens, das Webinar heute haben wir aufgezeichnet. Das wird spätestens am Montag über unsere Plattform abrufbar sein. Vielen Dank, Nikolai. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, liebe Community. Ich entlasse euch einfach ins Wochenende. In diesem Sinne. Vielen Dank, ins Wochenende. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.